Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlich geherzt hier im Teil Nummer 48 des ETS 2 Let's Plays. So Leute, ich habe was gefunden und zwar, ich bin jetzt aktuell immer noch in Karlskrona hier in Schweden und möchte nicht zu weit fahren. ja, das hat einfach zeittechnische Gründe, der dauert mir mal so lange, wie ich da 1000, 1500, 2700 Kilometer fahre. Hey, da kommst du ja nicht mehr heim, das sage ich dir. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich fahre jetzt von Karlskrona nach Helsingborg. Das sind nur 170 Kilometer, das ist gut. Also nehmen wir das. Und verhältnismäßig noch brauchbares Geld. Ah, Robert, 11.000 paar zerquetschte. Super, Robert. So. Jetzt muss ich nur kurz aufbocken. Beziehungsweise aufladen. So. Geht das? Naja, irgendwie nicht so. Jetzt? Warum will er jetzt nicht? Hallo? Drückt er jetzt irgendwie T die ganze Zeit, aber irgendwas mag er nicht, ne? Wählerisch ist meine Prinzess. Prinzess, die... Ah, wie schlimm, das zeige ich euch. Sehr zickig. So, dann schauen wir mal hier jetzt in die Werkstatt, was zu machen wäre, weil ich habe doch ein paar Remi-Demis gemacht und gucken wir mal. Achtung, was sagt er? Oh, 1600 würde schon wieder drauf gehen. Sollen wir das machen oder nicht? Ach komm, bevor das Ganze wieder teuer wird, wie nochmal was, also egal. Auflieger-Konfigurator, irgendwer juckt mich das schon jetzt ein bisschen was zu machen. Und zwar wollte ich gerne andere Felgen haben. Jetzt passt mal Obacht. Ich habe gesagt, ich möchte Moment mal, nicht glaub hier Arbeit. Nicht Fahrwerk. Ja, Fahrwerk ist gut, aber ich wollte da ein bisschen verändern. Genau hier. Und zwar habe ich gesagt Standard Gloss. Standard Paint. Okay, das kostet ein paar Euro mehr. Kann aber ein schönes kräftiges Pink hier nehmen. Das wäre doch schön, ne? Und ich sage, ja, nehme ich. Die Farbe kann ich auch gleich speichern. Ne? Farbe als Vorlage speichern. Ich glaube, ich habe jetzt da so ziemlich diesen Ton getroffen. Ne? Machen wir. Ja? Ja, gut. Achso, muss man das ja auch zahlen, oder was? Hallo, dann wird das Ganze ja sehr teuer, ne? Ja? Reifen Hinterachse. Felge Hinterachse. Ach so, ja, Moment. Duty Paint, Standard Paint, so habe ich das gesagt. Ne? Verstehe ich jetzt nicht. Warum macht ihr das jetzt nicht? Hallo. Moment, Leute. Leute, so, Sekunde. Das ist jetzt ein bisschen zu viel hier. Moment. So. Ja, das ist klar. Dann braucht er mein Auto auch noch schöne Felgen, haben wir ja gesagt, ne? Oh, Standard Paint, dann nehme ich das hier. Genau. Hallo? Vorlage verwenden. Ja, genau. Das gefällt mir echt. Ich mag das. So. Ja, jetzt sind wir natürlich noch nicht fertig. Das muss ja weitergehen, ja. Habe ich gesagt. So, bitte. Moment. Genau, Standard-Paint hier. Das verwenden. 1200. Boah, schon teuer, der Spaß. Aber sieht gut aus. Und genau darauf kommt es ja an, ne? So, Standard-Paint, ne? Ja, verwenden. Danke. Standard-Paint, das nehmen wir... Oh. Boah, 7000 Öcke wird mich der Spaß kosten. Ey. Aber sieht halt wirklich verdammt maskulin aus. Ich mag das. Wirklich. So, bestellen wir. Ja, gut ist, ne? Ja. Achtung, da sind wir durch, glaube ich, soweit, ne? Ja. Alles klar, Prinzess ist soweit. So, jetzt muss ich so ein bisschen drehen, ja. Ja, komme ich jetzt da durch, das weiß ich nicht, ne, eben. Boah. So.
Moment, habe ich jetzt überhaupt einen Auftrag angenommen? Habe ich ja gar nicht, oh Mann! Weil ich jetzt so... Jetzt war ich so beschäftigt mit der Lackierereiarbeit hier. In die Verschönerung von Prinzess, ne? Weißt du Bescheid, ne? Was hat hier noch Streckenlänge? Was habe ich jetzt gesagt? Karlskrona? Nee. Ah, wo war jetzt das? Karlskrona, Växjö. Wisst ihr was? Ich könnte eigentlich auch nach Växjö fahren, ne? Oder nach Malmö. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ich bin jetzt schon ein bisschen überfordert, Leute. Also ich will am liebsten natürlich irgendwas nehmen, wo halt gut Geld gibt, ne? Helsingborg. 330, naja. Moment, das machen wir jetzt anders. Nach Streckeneinheit abwärts. Genau, so. Jetzt kennen wir uns aus, ne? So, Karlskrona Vastaras. Das sind 540 Kilometer für, naja. Na, Turku. Da, von dort komme ich doch, Mensch, da war ich, ja. Karlskrona Uppsala? Nee, danke. Helsinki? Nee, ist alles so weit, Mensch. Oh, Osnabrück ist auch gleich um die Ecke hier, ne? Karlskrona. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen... Ich weiß auch nicht, Leute. Was mache ich denn? Ich könnte auch noch... Ah, Mann, was mache ich denn jetzt? Leute, sagt mir doch was. Maxe? Soll ich nach Växjö? Könnte ich schon machen, ne? Helsingborg wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Mehl, die brauchen ein bisschen Mehl, ne? Metalldosen? Ach, wisst ihr was? Nehmen jetzt Växjö. Genau, da fahren wir jetzt hin, fertig. Und Gutes. So. Was, 15 Kilometer muss ich schon wieder rumgurken leer? Das gibt es doch nicht. Leute, das kostet alles Sprit. So, machen wir schön Licht an hier. Gut ist, ne? Ja. So, meine kleine Prinzess. Habe ich jetzt schön verschönert, ne? Ich finde sie wunderschön, meine kleine Prinzessin. Ja, Leute, so ist es. Ja, Wetter ist gut, ne? Ist eigentlich immer. Ja gut, ab und zu Regen, jetzt muss man schon sagen, das ist, ne? Da wird es nicht so gemein sein. Das stimmt. Da wo ich in England war, ne, da hat es ja ständig geregnet. Ständig, Mensch. So. Oh, ich glaube, da muss ich hin hier, ne? So. Also gut. Was sagt denn der Frachtmarkt? Das ist jetzt irgendwo nach Växjö. Da wollte ich jetzt hin. So. Da fahren wir jetzt auch. Nee, das machen wir bitte alles Automatik hier. Weil ich hab keinen Bock da was zu tun, Leute. Ich hab ja eh kein Geld für. Also. Also fürs Beladen meine ich, ne? Was sollen die machen? So. Ja, 86 Kilometer haben wir jetzt, das geht schnell. Das wird eine kleine Spritztour jetzt, ne? Wow.
Karlskrona, da hinten ist er ja, ne? So, Freundchen, jetzt machen wir ein bisschen Remi Demi. Haha. Da hat er sich gefreut, ne? Der Freund. Hey, der Witzka. Wow. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute, ich sag's euch. Ah, muss man schon so ein bisschen aufpassen. Ich hab ja hinten zwei Anhänger drinnen, ne? Dranne. Und da passiert jetzt schnell mit Unfall. Sind wir gleich dabei, ne? Das ist ja das Schlimme. Brauche jetzt momentan jeden Cent, sonst wäre ich jetzt über die rote Ampel gefahren. Dann wäre mir jetzt egal gewesen für die 300 Euro. Aber jetzt habe ich gesagt, nee, machen wir ein bisschen langsamer hier. Weil ich möchte eine neue Filiale kaufen, Leute. Ja, also sprich eine neue Garage. Ja, und dann wieder neuen Fahrer einstellen und so weiter und so fort. Ne? Ich muss ja zum Speditionsmogul mutieren. Ja, bis jetzt habe ich ja ein paar Fahrer, ne? Also, kann ja nur besser werden, Leute. Haha. Ja, ja. So, 66 Kilometer. Dann sind wir dort. Sorry, ich hab's mir nicht verkneifen können. Ich mag dazu. Lustiger ist natürlich, wenn der Gegenficker kommt. Die steigen da voll in die Eisen und dann machen die gleich Warnblinkanlage an. Ob das was hilft, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, läuft gut. Wollte ich eigentlich probieren, ob man durch das Rapsfeld auch fahren kann. Naja, nicht ein andermal probieren. Uiuiui. Nein, 940 Euro. Heide Witzka. Wollt ihr mich arm machen hier? Oh, Mann. Muss ich aufpassen, da ist wieder Radar. Seht ihr diesen komischen weiß-blauen Kasten, ne? Ist ja schwedischer Radar. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich echt gedacht, ach, der fährt eh geradeaus. Aber nee, hat er nicht gemacht, ne? Der Halunke. So. Hey, Alter. Aufpassen hier, ja? Achso, ist ein Mädele. Oh, hi, Süße. Na? ja. Brauchst du einen neuen Job? Hallo? Hallo, Mädele. Oh. Nee, sie will mit mir nicht reden. Kann ich verstehen. So, weiter geht's.
Naja, gleich sind wir da. Oh, wie schön, da unten ist ein tolles Haus. Also es sind mehrere Häuser am See, das schaut ja cool aus. Schön. Das schaut ja cool aus, echt. Ne? Hast du nicht gesehen, ne? So, aber jetzt wieder Konzentration. Hubala. Auf die Strecke. Und zwar auf nach Vaxia. Vaxia. So. Ja, das habe ich noch so ein bisschen drin vom britischen Linksverkehr, ne? Habe ich das so drinne, ja. Kann mir nicht helfen. Also Angewohnheit, ne? Ja. So. Oh, schöne Häuser hier. Oh, nein, 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 nein. Poliz oder Polizie, wie heißen die hier? Polis, ah ja, genau. Polis. Ja. Oh nein, es ist 30er-Zone. Jetzt muss ich mich schon so ein bisschen zusammenreißen hier, ne? Na ja. Ja. Jetzt, ich glaube, ich muss da rein, ne? Ja. Ach, da wäre jetzt eine Halle zu verkaufen hier in Vaxia. Leute, ich könnte eigentlich eine Filiale hier aufmachen, ne? Überlege ich so gerade eben, ne? Wäre lustig, dann wäre ich ja Vaxianer. Ah, hier muss ich rein, ne? Okay, gut. Servus, Meister. Na, wie geht's? Alles okay? Hast bald Feierabend? Ja, schön. Er schaut schon die ganze Zeit auf die Uhr, hat er recht. Geht nur noch in den letzten paar Minuten, dann kann er endlich heim. So. Okay, weiter geht's. Hey du, geh mal arbeiten! Was machst du hier? Du was für dein Geld. Ob der was verstanden hat, glaube ich nicht. Schwedisch kann ich leider nicht. So, da sind wir. Nee, das war jetzt nix, ey. Na? Ach, wisst ihr was? Da tue ich nicht lang rum. Jetzt egal. So. Na, was sagt er? Ja, ein paar Punkte gibt, ne? Ja, klar. Wenig Gefahren, wenig Erfahrungspunkte. So, Leute. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Ich habe jetzt Geld, ne? Was sagt die Bank überhaupt? Boah, Leute. Ich kann richtig schön saftig fett Kredit nehmen, ne? Ah, was mache ich denn jetzt? Und das soll ich einfach mal ein bisschen abzahlen hier, was ich habe. Hm. Wenn ich jetzt den abzahle, naja, dann sind die Raten auch nur um 1400 pro Tag weniger, ne? Schickt sich ja auch nicht, wenn du mich fragst, ne? Da zahlt man 20%, da zahle ich 18% Zinsen. Auch, boah, Wucher, echt. Ja, so macht man sein Geld, ne? Bank muss man sein. Oh, Leute, was meinen jetzt? Auflieger Managa
Fahrermanaga, ich schau mal, was man hier los. ADR, ach, macht da weiter. Hochwertige Fracht passt. ADR macht das, ist gut, ja. Fernfrachten, ja, Lilly macht sich sehr gut. Seht ihr, ne? Also Umsatz ist spitze, Leute. Fernfrachten, ja, die hinkt noch so ein bisschen hinterher, Diana, aber kriegen wir hin. Dauert halt nur. Alle seine Zeit. Also ich habe jetzt aktuell mit 1, 2, 3, 4, 5, ja, Angestellte habe ich jetzt. Hey, cool. Bin ja schon voll die Großfirma. Ja, cool. Leute, wisst ihr was? Ah, ich überlege jetzt, was mache ich denn? Soll ich jetzt noch einen Kredit aufnehmen? Ach, wisst ihr was? Ist egal, mach mal. Bin ja nicht so, ne? Dann machen wir das schön zweimal 100.000, ne? Ja. Und nochmal bitte, klar, her damit. Und nochmal 10er nehme ich hinterher. Ja. Danke. So, jetzt habe ich 254.000, ne? Ist ja Geld. Haha, nicht wenig. So. Jetzt habe ich gesagt, ich gehe jetzt und hole mir eine neue Filiale. Und zwar die hier in Vaxia. Die hole ich mir jetzt. So. Das mache ich jetzt auch, ne? So, servus. Na komm. Aha. Kann ich jetzt da mal durch oder nicht? Oder wollt ihr mir jetzt nicht einen Weg frei machen? Hallo, hier kommt Prinzess. Habt ihr das immer noch nicht gecheckt oder was? Ah, die Leute sind so anstrengend, echt. Ah ja, ich muss da hin. Okay, gut. So, aus dem Weg, hier kommt Prinzess. Und gut ist, ne? Ja. So, genau, hier die Halle in Vaxia. Ich wollte schon immer Vaxianer werden, ne? Naja, eigentlich bin ich ja Kalfianer, ne? So. Diese Garage steht für 180.000 zum Verkauf. Um sie zu kaufen, folgende Taste drücken. Hingabe. Ja, machen wir. So, Leute, Jubili, Lubili, Melum. Haha. Kein, ne? Und hast du nicht gesehen. Wow, haha. Applaus, Applaus. Meine dritte Garage. Ja, so läuft es. Ich habe Post bekommen, von wem denn? Wer schreibt mir denn? Moment, das gucke ich jetzt gerade mal. Wer schreibt mir denn? Emil, okay. Wollen Sie mit Ihrer Firma expandieren, Immobilienmakler? Aha. Sehr geehrte Damen und Herren, wir gratulieren Ihnen zu Ihrem bisherigen Fortschritt mit Ihrer eigenen Firma. Wir sind von dem Erfolg Ihres Unternehmens beeindruckt und würden Ihnen gerne einen neuen Service zur Expansion anbieten. Von nun an können Sie bei uns ganz einfach neue Immobilien erwerben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Immobilienmaklerseite. Hä? Garage auswählen. Ach so. Aha. Einfach so hin und gut, gut, gut. Oder wie ist das? Ja, toll, ist ja schön. Ja, aber jetzt habe ich halt natürlich nicht mehr Geld. Ich kann jetzt nur eine einzige Garage kaufen. Ja, ist jetzt egal. Okay, passt schon. Mach mal zu. Hallo? So, jetzt. Wie geht denn das jetzt? Fahrzeug Prosa Garage kaufen. Ach so! Das ist dieser Special Service. Ja, das ist cool. Das ist schön. Das gefällt mir. So mag ich das. Ja, ja, Leute, jetzt habe ich expandiert. Jetzt habe ich drei Garagen. In Calvi, also in Francais, in Nembes und in Vaxia. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich ziehe jetzt sogar um. Ich gehe jetzt nach Vaxia. Ja, ich wollte schon immer Vaxianer werden. Das mach mal. Jetzt pass mal Obacht hier. Das, geh mal hier und da. Ach, Manaka. So, das bin Icke. Icke, Standort ändern. Ja, wo gehe ich jetzt hin? Ja, nach Vaxia. Da gehe ich hin, ja. So, jetzt bin ich offiziell Vaxianer. So, jetzt brauche ich natürlich noch ein... Was? Entdeckt den... Nein. Ach man, hallo. Auflieger Manaka, LKW Manaka. Volvo, Calvi. Ja, bin das Icke, ja, ne?
Ja, Prinzess, hallo. Nee, Standort ändern. Ja, und zwar Vexia. Nee, hallo. Da sind wir jetzt in Vexia. Genau. Ich fahre wieder Prinzess weiter. Was ist denn jetzt los? Hallo? Und was ist mit meinem Anhänger? Wie ist denn der jetzt? Der ist weg. Hat den jetzt etwa jemand gestohlen oder was? Leute, jetzt knackt sich erstmal in der Runde. Moment. Um meinen Anhänger kümmere ich mich später. Achso, ich bin nicht müde. Dies ist ein Rastplatz, aber du bist im Moment nicht müde. Ah, das ist jetzt echt nervig, Leute. Auf, lieber Managa, ich wollte ihn eigentlich haben, den Kuchtan Sieder. Ah ne, das ist der Kleine, ne? Das ist meiner, ja? Genau. Ach, der ist jetzt, der steht jetzt in Nembesh. Nein! Mann, Standort ändern, klar. Hier nach Max, ja. Yeah. Ja. Yeah. Möchtest du den Profi Lena Kombi Auflieger Tandemanhänger wirklich in die Garage nach Vexia bringen? Ja, freilich. Was geht, wurde geliefert. Ja, schön, so wollte ich das eigentlich auch haben, habe ich ja gesagt, ne? So, offiziell habe ich jetzt vexorianisches Kennzeichen. Schön. Und so schnell bist du Vexorianer. Moment, wo ist jetzt eigentlich mein Anhänger? Hallo? Hä? Wo habt ihr meinen Anhänger eingetan? Hallo? Ja, wo ist denn der jetzt? Ich glaube echt, mein Schwein pfeift. Hallo? Nee, das stimmt doch was nicht. Hallo? Aufleger Managa. So, jetzt auch guck dann sie da. Standort ändern, Privatstellen? Nee, anpassen auch nicht. Nee, Konfigur. Ja, wie hänge ich denn jetzt dran, Mensch? Nochmal Standort anpassen, Privatstellen? Jetzt, ach so, ja klar, lesen muss man können. Jetzt nutzen. Ja, klar. So, der ausgewählte Auflieger wurde angekoppelt. Schön. Leute, das ist gut. So, jetzt. Auflieger Profi Lena. Habe ich jetzt den wieder drauf, oder was? Moment. Machen wir schnell einen Check. Ja, endlich. Da ist er. Da ist er ja wieder. Trophy, ja. Schön. Okay, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir doch wieder einen Cut. Das reicht jetzt. Wir haben jetzt genug gequasselt und gedoffelt hier. Und sehen uns hoffentlich bald wieder von diesem Video. Wie immer gibt es natürlich eine Fortsetzung. Wenn ihr mögt, könnt ihr wieder zugucken. Um auch kein Video mehr zu verpassen. Von mir könnt ihr auch ganz einfach mich abonnieren und Glöckchen drücken. Dann verpasst ihr gar nichts mehr, ja? Okay, super. Jetzt sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt doch bitte den Bauchnabel waschen, ja? Gut, danke. Also dann, ich hoffe, bis bald. Tschüss.